So, einen wunderschönen Kicker Heroes Folge 52. Gerade richtig. Gut, sehr schön. Können wir gleich mal hier Dreadnought kaufen. Nicey Dicey. Dann holen wir dich noch. Dann gehen wir hier weiter. Gucken, was wir jetzt bekommen. Wir sind schon wieder fast bei Level 300. Okay. Hier geht auch schon wieder was ab. Noch 11 Minuten. Hä? Achso, ja. Und das da. So. Das sieht doch gut aus. Ja. Bullshit. Naja, geht. So, okay. Gucken wir mal weiter. So, genau. Der ist auf Level 400. Weiter kriegen wir den. Also, weiter bringt sowieso nicht. So. Was können wir sonst noch machen? Wir haben schon wieder 217 Hero Souls. Oh, schon wird langsam. Nice. So, ja. Seht ihr, was ich gemacht habe zwischen. Ich werde mal ganz kurz. Wir machen mal ganz kurz hier. Oh, ist auch noch offen. Schau mal eine an. Lecker Monsters. Hier gibt es also so einen kleinen Abklatsch. Also, naja, Abklatsch nicht. Ich weiß nicht, ob das ein Abklatsch ist oder einfach separat entwickelt wurde und einfach schön sein soll. Ästhetisch. Auf jeden Fall sieht das halt optisch so ähnlich aus wie das Clicker Monsters, wovon ich glaube schon mal geredet habe. Und als ich das so gespielt habe, habe ich so ein bisschen rumprogrammiert und habe jetzt selber. Ja, das Spiel speichert keine Einstellungen. Danke dafür. Ja. Oh doch, es speichert doch Einstellungen. Hä? Lol. Okay. Geh bitte weg. Danke. Ich habe mir programmiert zwei Autoklicker. Und zwar habe ich drauf gestoßen, bin ich, als ich das Spiel gespielt habe und währenddessen im Netz ein bisschen recherchiert habe, bin programmiert etc., habe ich erzählt für einen 8-Bit-Computer. Und da kam ich auf ein kleines Skript und als ich das Skript so gelesen habe, kam mir so eine Idee. Die Idee hatte mit dem Skript an sich nichts zu tun, aber war der Grundaufbau für ein kleines Skript, was ich erweitert habe quasi. Und zwar hallo? Ach, wow. So, das hier. Das Skript ist ein kleiner, als Base-Skript geschriebener Autoklicker. Yay! Das heißt, immer wenn ich jetzt hier mit meiner Maus drüber halte und die Drucktaste drücke, brrm, mache ich 30 Klicke pro Sekunde. Ist eigentlich relativ easy. Für die, die Linux haben, können die das gerne mal abschreiben oder so. Es braucht einfach nur eine Dauerschleife von hier bis nach hier. Ja. While true ist einfach wiederhole so lange wie immer. Dann wird die Eingabe eingelesen von X-Input. Meine Tastatur ist in dem Fall die hat in dem Fall die ID 8. Und von der. Also der Befehl gibt halt alle Tastenstatus aus und es wird geguckt, ob eine Taste runtergedrückt ist. Da. Und zwar in meinem Fall ist das die Taste mit der ID 107 ist die Drucktaste. Heißt also, wenn hier, also wenn die Drucktaste runtergedrückt ist, dann gibt der Befehl grip etwas zurück, und zwar genau diese Zeile, key bla 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 ist gleich down. Und hier haben wir eine if-Abfrage, die guckt, ob etwas in dem String drin steht. Sprich also, ob der Befehl etwas zurückgegeben hat. Und wenn ja, dann wird einfach unser X-Tool ausgeführt. Yay! Und das immer wieder. Und wenn nicht, dann wird halt gewartet. So. Das ist geil, das ist nice. Und als ich noch ein bisschen so lange Weile hatte, habe ich das Ganze dann noch ein bisschen weiterentwickelt. Du kannst mal mit dem wieder gehen. Und zwar. Eigentlich können wir die Autoklicker darauf lassen.
Und zwar habe ich dann das Skript noch ein bisschen weiterentwickelt, weil ich dachte, ja, so automatisch klicken, wenn man eine Taste drückt, ist ja schön und gut, aber da musst du mal dabei stehen oder, nee, also sitzen. Also muss halt vom Computer sein, ne? Und dementsprechend habe ich noch einen Dixer-Dixer gemacht, der ultra abgefuckt ist. Und jetzt, ja, ein bisschen Linux loben muss sein. Und war doch richtig. Tada! Mein Skript Extreme. Das ist quasi das, ist genau so was ähnliches wie das, was wir gerade gesehen haben. Guck, ob eine Taste gedrückt ist. Hier ist es aber nicht die Print-Taste, sondern die rechte Shift-Taste. Hat bei mir die ID 62. Gucken könnt ihr das ganz einfach, indem ihr folgenden Befehl eingibt. While do input und ein query state und einfach nur grab down. Das heißt also ohne dem Ding und das als Dauerschleife. Dann gibt der Befehl automatisch zurück, welche Taste gedrückt wird. Das heißt also jetzt drücke ich die zum Beispiel die W-Taste. Ja, jetzt drücke ich die Leertaste. Jetzt drücke ich die Drucktaste. Aha, 107. Jetzt drücke ich die rechte Shift-Taste. Aha, 62. So. Und damit könnt ihr halt die ID rausfinden. Wie gesagt, der Befehl ist der hier. Kann vielleicht ein bisschen größer machen. Hier kann man nicht. Warum auch immer das nie funktioniert. Ich hab. Ach so, Unterstrich. Hä? Ah. Okay. Also. Das ist der Befehl. Und das ist folgendes. Wenn dieser Befehl ist, bla bla bla, wieder Input, if drin was drinne. Dann wiederhole die Eingabe und zwar alle 5 Mal pro Sekunde. Heißt also nach jedem Klick 200 Millisekunden warten. Easy. Aber im Hintergrund. Sprich also, wenn die Taste gedrückt ist, startet er den Befehl, aber nicht im Vordergrund. Heißt also, er wartet dann nicht, bis der Befehl fertig ist, sondern er startet den Befehl quasi als Background-Prozess. Und macht dann einfach weiter. Sprich also, wenn man die Taste weiter gedrückt hält, schaltet der den Befehl nochmal. Und nochmal und nochmal und nochmal. Ja. Und wenn man dann die Taste irgendwann loslässt, werden keine Prozesse mehr gestartet. Das heißt also, je nachdem wie lange die Taste man die Taste gedrückt hält, desto mehr Prozesse werden gestartet. Das ist ganz geil. Pro Prozess, wie gesagt, 5 Klicks pro Sekunde. Heißt also, man kann sich ja hier leicht ausrechnen. Er wartet hier eine halbe Sekunde, Viertelsekunde. Jede Viertelsekunde, das heißt, er wiederholt die Schleife alle halbe Sekunde. Das heißt also, pro halbe Sekunde, die ich die Taste gedrückt halte, werden 5 Klicke pro Sekunde immer additiv ausgeführt. Sprich, also wenn ich die Taste 3 Sekunden lang gedrückt halte und dann loslasse, werden 30 Klicke pro Sekunde ist simuliert. Ne, was? Bei, was habe ich gerade gesagt? 3 Sekunden? Das waren 15. Bei 6 Sekunden wären es dann 30 Klicke pro Sekunde. Ja, und dann gibt es aber noch eine. Wie gesagt, heißt also, mit der Taste kann man nur diese Prozesse starten und abbrechen tut man dann mit dem if hier unten und zwar nach der Taste 50, das ist meine linke Umschalttaste. Und wenn ich die drücke, dann wird der Prozess abgebrochen. Sprich also, dann werden alle Prozesse, die xDoTool heißen, heißt also die ganzen, die hier oben erzeugt werden, werden alle mit einmal beendet. Bam. Das heißt also, ich habe praktisch eine rechte Umschalttaste. Wenn ich so lange, oder anders gesagt, je länger ich die gedrückt halte, desto mehr Klicks pro Sekunde werden ausgeführt. Können wir ja mal hier ein bisschen, So, ein bisschen gedrückt halten. Bam. Jetzt haben wir so 5 Klicke pro Sekunde. Na gut, kann man hier nicht wirklich gut sehen. Maus ist da. So. So, jetzt habe ich die Taste ein bisschen gedrückt. Jetzt haben wir so. Oh, schon ein bisschen zu lange gedrückt. Jetzt haben wir 5 Klicke pro Sekunde. Jetzt habe ich noch ein bisschen länger gedrückt. Jetzt haben wir schon 10 Klicke pro Sekunde. Jetzt habe ich so noch mal ein bisschen länger gedrückt. Aber 50 Klicke pro Sekunde, ne? Und wenn ich jetzt aber keinen Bock mehr habe, dann drücke ich mal kurz die linke Umschalttaste. Pop, und alles ist aus. Gut, warum auch immer der jetzt nicht runter geht, aber man sieht hier, geht runter. So, wow, man muss klicken, damit das aktualisiert ist, ja nett. Ja, und die beiden Skripte habe ich mal probiert, also selbst geschrieben. Und ja, wer weiß, vielleicht, wenn wir mal Bock drauf haben, können wir mal in der nächsten Ascension, das weswegen ich das jetzt überhaupt gerade erwähne, überhaupt alles,
Können wir mal ein bisschen mit Autoklicker rumspielen? Bin ich noch nicht ganz sicher, aber ich dachte, ich erzähl's mal. Warum eigentlich? Keine Ahnung. Frag mich bitte nicht. So, während ich erzählt habe, hat er wieder irgendwas gemacht? Nein, nichts Sinnvolles. So, hier sind wir in 5 Minuten rum. Naja, geht. So. Ansonsten haben wir hier gleich eine Mission fertig. Boah, Alter. Nice. Oha. Oha. Das gibt gleich einen heftigen Boost. Aua, aua, aua. Warte, das wird wieder weg hier. Lol. Das wäre gleich. Ja, das wäre mehr als 100 Level mit einmal. Ah, nee, oh ja. Das ist nice. Tja, dann heißt also, der Boss bei 315 wäre dann damit auch schon Geschichte. Geil. Ja, und wie gesagt, das ist wie gesagt das Spiel, was ich halt letztens meinte. Dieser extreme, ich sag jetzt mal, ich mach mal kurz ein bisschen kleiner hier. Der extreme Abklatsch von Clicker Heroes, was halt viel einfacher gestaltet ist. Wo man halt Waffen hat statt Helden. Und die kann man aber halt nicht upgraden. Heißt also, man kann wirklich einfach nur die Waffen hochleveln. Quasi so wie das hier. Also, so wie das hier, wenn man diese der ganzen Dinger nicht hätte, sondern nur ein paar Monster und mehr nicht. Keine hiervon, keine davon, keine überhaupt nichts. Danke. Boah, Alter, Mano, oh Gott. So. Und ja, also praktisch eine extrem abgespeckte Variante. So, machen wir es mal richtig hier. So. Easy. Und schon haben wir wieder Instakill. Deswegen das ist quasi, wie gesagt, dieses Klicker-Monsters. Und da spiele ich immer ab und zu mal ein bisschen. Also eigentlich nicht wirklich. Ist das gerade mal das zweite Mal, dass ich hier wirklich spiele. Ja. Und das Spiel ist halt ultra begrenzt, sag ich jetzt mal. Wie gesagt, ich hatte schon drüber geredet. Es gibt nur eine begrenzte Anzahl an Waffen. Danach ist Feierabend. Es gibt nur ein paar sinnvolle Level. Danach ist Feierabend. Also, naja. Für die, die mal was anderes spielen wollen, ein bisschen unterhaltsam, aber nicht viel länger als eine Viertelstunde. Danach hast du keinen Bock mehr. Da ist Clicker Heroes viel besser. Ansonsten, was ich gerade vorhin gespielt habe, ist noch im Verlauf. Genau das da. Bam. Das ist so ein Spiel, ja, da bildet man quasi eine Stadt aus. Ja. Nice. Deswegen, also gibt es ein paar Klickerspieler, wir werden die definitiv nicht spielen. Weil ich glaube, mal Clicker Heroes so als Ferien-Special reicht aus. Aber es gibt halt noch ein paar andere gute Spiele. Das heißt, für euch da draußen, wenn euch Clicker Heroes nicht zusagt oder ihr Alternativen wollt, gibt es da draußen durchaus. Und Autoclicker, wie gesagt, wenn jemand Autoclicker benutzen möchte, kann er immer mal sein. Ne? Dann habt ihr gerade die Skripte gesehen, die ich nutze. Ne? Copyrighted bei Ronny Bartmann, sage ich jetzt mal. Quatsch, natürlich nicht. Ja. Könnt ihr euch gleich auch kleine, könnt ihr euch auch selber Autoclicker praktisch schreiben, die ihr mit einer Taste aktiviert und mit der nächsten Taste wieder deaktivieren könnt. Naja. Ich vermittle euch hier quasi IT-Wissen. Boom, Headshot. Okay. Mal wieder hier zurück in die Sandkastenkiste. Macht voll Sinn und so. So, 303, wow. 333, das ist natürlich nice. So, die Frage ist, sollten wir, sobald wir jetzt anfangen zu stockern, ascenden oder versuchen wir, also ich glaube mal, Atlas schaffen wir wieder nicht, definitiv nicht. Das dürfte nicht passieren. Von daher fängt es jetzt schon wieder an, langsamer zu werden. Und ich weiß nicht. Hallo? Danke.
ob wir. Oh Scheiße, habe ich den Idle Damage deaktiviert. Den Idle Bonus. Mann, Nani! Oh my wah! Ja, und ich weiß nicht, Dreadnought bis Level 400. Wir sind gerade mal Level 100. Wird schwer. Also Level 400 dürften wir knacken, aber viel weiter dürften wir wieder nicht kommen. Weil wir halt sehr viele, weil wir halt noch nicht sehr viele Hero Souls haben, ne? Vor allen Dingen, nächste Transcension gerade mal für 5, ja? Weil die nächste Ascendant Souls bekommen wir erst bei 756 Hero Souls. Wo ich mir so denke, fick dich. Das heißt also, das können wir auch erstmal, hier können wir erstmal komplett, das können wir erstmal vergessen. Bevor wir hier wieder reingucken, müssen wir erstmal mächtig weiterkommen. Das heißt, wir müssen erstmal versuchen, hier mit den ganzen Agents die Karre aus dem Dreck zu ziehen. Und da ist halt die Frage, wir haben mittlerweile fast alle Agents, die sinnvoll sind. Ich kann euch ja mal meine Liste zeigen. Nein, das ist die, das war sinnfrei. Was bist du? Ach so, ja, das sind meine Klickerprozesse. Ha. Sehr gut. So. Und wer sich fragt, warum ich immer hier mittels so Dateien öffne, weil ich keinen Überblick habe, was in meinem Home-Verzeichnis drin ist und nicht, dass ich hier den Ordner öffne und da irgendwas drin ist, wo nicht gut ist, dass andere das sehen. Weil, ich möchte mich dazu nicht näher äußern. Ne? Jeder Mensch hat so seine Vorlieben. So, was wollte ich gerade? Genau. Clicker Hero. Nein. Clicker Hero. Danke. So, das sind die, die ich nutze. Und zwar genau in der Reihenfolge, ja. Also, nicht ganz in der Reihenfolge. Aber wenn ich mir welche kaufe, dann kaufe ich mir erst Mogulis. Danach kaufe ich mir die vier. In welcher Reihenfolge die vier sind, ist dann egal, je nachdem wie sie halt kommen. Wenn ich dann alle vier habe, kaufe ich mir dann Juggernaut. Wenn ich den dann habe, kaufe ich mir dann die vier. Da ist auch wieder egal, in welcher Reihenfolge. Und man sieht auch hier wieder unterschiedliche Namen in der englischen und deutschen Version. Danke dafür. Warum ich das in der Reihenfolge mache, es liegt ganz einfach daran, dass anders als die PC-Version hier, die die Sachen einfach so sortiert, wie sie möchte, sortiert für meine Version, in der Reihenfolge, wie ich sie gekauft habe. Das heißt, wir tauchen dann in der Liste genau in dieser Reihenfolge auf. Also in der Reihenfolge, wie ich sie gekauft habe halt. Und der Vorteil ist, habe ich das Ding geschlossen, ich Intelligenzbestie. Er ist der preiswerteste bei hohen Leveln. Die sind dann die nächst teuren, die kosten alle vier gleich viel pro Level. Dann ist er wiederum etwas teurer. Und die vier sind die teuersten. Sprich also, hier kostet jedes Level, was ich kaufe, eine Hero Soul. Selbst wenn ich Level 10.000 bin, kostet das nächste Level nur eine Hero Soul. Hier kosten die Levels immer so viel, wie das Level selber ist. Sprich also, Level 10 kostet 10 Hero Souls, Level 1000 kostet 1000 Hero Souls. Hier haben wir einen Faktor von N 1,5, also 1,5N. Sprich also, Pustekuchen. Also ist auf jeden Fall wesentlich teurer. Und das ist dann das mit dem Faktor 2, also 2N. Sprich also, Level 1 kostet, jetzt bin ich raus, kostet eine Hero Soul, Level 2 kostet 2 Hero Souls, Level 3 4, Level 10 kostet schon 1024, Level 20 dann 1.000.000 Hero Souls und so weiter und so fort. Sprich also, die werden richtig teuer. Und damit habe ich die praktisch hier immer in der schönen gleichen Reihenfolge. Und ich brauche nicht immer gucken, okay, der kostet so, dann muss ich so viel hochleveln, sondern ich habe praktisch immer so als Block und kann immer als Block gleich stark hochleveln, ohne dass ich jetzt gucken muss, wer kostet wie viel und wer ist dementsprechend sinnvoll, wie hoch zu leveln. Kann man hier leider nicht machen, weil hier sind es alle so, wie sie wollen. Ja, schön scheiße. Aber gut, ist halt so. Da müssen wir also immer gucken, dass wir hier nicht aus Versehen einen hochleveln, der extrem teuer wird. Weil den können wir leider in der Liste nicht unten anordnen.
Stattdessen haben wir hier komplett Kauderwelsch. Ja, eben, genau. Hier haben wir welche, die sind im roten Level. Hier, Level 13 kostet, also Level 14 ist ja immer das nächste Level dann. Level 14 kostet schon 14, 25 kostet, also Level 26 kostet 27, warum auch immer. Und Level 16 kostet dann 16. So, und hier haben wir auf einmal wieder einen teuren. Heißt also, wenn man so im komplett im Level 3 ist, ja, auf Level 20, auf Level 20, auf Level 20, ups, 5 Milliarden Heroes soll es ausgegeben. Und das ist dann nicht so schön. Von 5 Milliarden Hero Souls auszugeben, dann ist gleich mal dein Bankott leer. Und dementsprechend habe ich das bei mir lieber sortiert, nachdem wer wie teuer ist. Können wir hier aber leider nicht machen. Was wir trotzdem mal gucken können, ist, ob wir hier schon mal alle anderen haben, die sinnvoll sind. Das heißt, ich setze dich mal kurz in den Vordergrund. Oh. Danke dafür. So, Dora. Ja, siehst du, ist bei mir zum Beispiel ganz unten. Weil sie kostet halt pro Level immer das Doppelte. So. Ja, guck mal, warte mal. Wie gesagt, die hier sind mal alle außen vor, weil die sind halt extrem teuer. Deswegen werden wir die jetzt erstmal nicht kaufen. Ansonsten haben wir Fragment. Den haben wir gar nicht mehr drin. Also den klickt damit ja auf das Scheiße hier bei meinem Bild, weil der in den höheren Leveln kaum noch was bringt. Juggernaut haben wir. Kann ich mal so einen Strich davor machen. Oder so einen Punkt. Mal gucken. Die Dreier-Kombo hier. Libertas, Mise und Silatas. So, wow, sogar in der gleichen Reihenfolge. Ha, lol. Und Solomon. Ach ja, Solomon gibt es ja bei mir gar nicht mehr eben. Das heißt, uns fehlt noch Mogulis und Mammon. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Mammon war doch, glaube ich, der. Scheiße. Komm her. Mammon war doch, glaube ich, der, den wir hier gar nicht haben. Wer war Mammon? Na komm, danke. So. Mammon war der mit der. Achso, mit der erhöhten Chance auf. Nein. Muss man ganz kurz gucken. Genau. Achso, mit dem Goldbonus. Aber halt kein Goldbonus hier von Treasure Chest, sondern allgemein Goldbonus. Das heißt also, der gibt uns praktisch immer Gold. Egal, was da irgendwie wo abgeht. Könnten wir tatsächlich auch machen. Mammon, der bringt aber auch erst im höheren Level etwas. So, ansonsten wäre es der andere Mogulis. Was macht Mogulis? Achso, ja gut, Mogulis ist komplett uninteressant erstmal. Der bringt auch erst was in sehr hohem Level. Er gibt praktisch pro Hero Soul, die man reingibt, weil er kostet halt pro Level eine Hero Soul, ne? So, eine Hero Soul entspricht hier oben 10% Schadensbonus. Nein. Eine Hero Soul hier oben entspricht der 10% Schadensbonus. So. Und Mogulis macht nichts anderes, als dass er uns praktisch 11% Schadenbonus gibt pro Level. Das heißt also quasi pro Hero Soul bekommt man bei ihm 1% Bonus quasi. Dafür sind sie aber auch bei ihm fixiert. Sie stehen also hier oben nicht mehr zur Verfügung. Muss mal gucken, was das bringt. In den unteren Levels bringt das auf jeden Fall gar nichts. Von daher lassen wir den auch komplett raus. Und eben, Mammon, der bringt auch eher wenig. Den lassen wir auch erstmal komplett raus. Würde ich mal so sagen. Ja doch, genau, machen wir es. Jo, ansonsten, ja. Die wir haben, sind also schon relativ sinnvoll. Vor allen Dingen halt die drei hier. Wir sollten die also immer schön hochleveln. So, wir haben jetzt mittlerweile 400 wieder.
Muss mal kurz gucken. Weiter kommen wir hier erstmal nicht. Oder haben wir hier schon. Nee, haben wir noch nicht. Gut, allerdings ist jetzt noch unter Level 200. Heißt also, hier brauchen wir da, haben wir sowieso keinen Boost. Ab 25 Level, von daher. Na, schon fängt es mich an zu stagnieren. Schau mal einer, guck. Uns fehlt noch 1E44. Ist ja voll hässlich. Schaut, der nächste Boost würde erst in 2 Stunden kommen. Ne, in einer halben Stunde möchte ich doch. Okay, das heißt, wir haben hier erstmal kein Weiterkommen so. Was würden 10 Level kosten? 1E40. Naja, gut, allerdings 10 Levels bringen nicht allzu viel. Ne. Würde nichts bringen. Schade eigentlich. Gut. Machen wir das Ascension? Ja, kommt doch. Wo ist hier unser lieber Herr Armenhop? Armenhop, Armenhop, Armenhop. Alihop. Da. Ach komm, jetzt hier. Fuck auf. So. Oh, wir haben mittlerweile 100. Wir brauchen bloß noch 50, also 49. Und dann können wir den nächsten Autoklicker holen. Yay! So. Apropos Autoklicker, du kommst darauf. Danke. So. Okay. Jetzt mal schön Blut hier, ne? Okay. Das wäre. Nein. 129, sowas von definitiv gar nicht. Was eine Option wäre, wäre das hier. Hätten wir 20% Click Damage plus, heißt also für 100% bräuchten wir 100 Hero Souls. Also nein. Das hier auch nicht, der ist auch viel zu teuer. Ja, dann bleibt uns wirklich bloß noch. Lohnt sich der langsam? Eigentlich nicht wirklich, weil er wird auch sehr teuer. Tja, da bleibt uns nichts anderes übrig, als es erstmal auf dir zu konzentrieren. Er kriegt immer 10 Level dazu. Holy moly. Er kriegt 7 Level dazu. Das heißt, er muss 3 über ihm sein, damit alle gleich sind, ne? Andererseits, fuck off. So. Darauf scheißen wir mal getrost. Und er ist für Gold. Ne, komm, wir machen mal hier. Wir bringen mal die beiden auf Level 20. Dann haben wir noch 244. Lohnt sich hier jeweils? Nee, mehr Levels lohnt sich hier erstmal nicht. Das heißt, wir nehmen dich jetzt mal weg und gucken mal, wie weit wir damit kommen. Jetzt haben wir hier schon einen Boost von fast 5000% plus 4000% Schaden. Und bei Treasure Chests haben wir mal 2. Ja, mal 5. Das heißt also insgesamt mal 30. Also insgesamt, also ja. Zweifach so viele Kisten und pro Kiste 15 mal so viel Gold, heißt also insgesamt das 30-fache Gold durch Kisten. Das ist ganz geil. Den. Ja, komm, den können wir komplett vergessen erstmal. Der bringt gar nichts. So, das heißt, jetzt haben wir 245, also hier auch nochmal schicken Bonus. Dann gucken wir mal, wer da jetzt kommt. Noch ist die Kombo aktiv. Hoffentlich ist sie gleich weg. Ah, sehr schön, jetzt ist es idle. So. Wir können eigentlich mittlerweile auch schon fast. Komm, ganz ehrlich hier. Macht mittlerweile Sinn, dass wir gleich auf Level 100 gehen.
Und ich will mal gleich 100 Level mit einmal kaufen. Zum Glück überhaupt nicht übertrieben und geht ja auch gar nicht. Mist. Hallo? Hä? Och, komm jetzt hier. Danke. So. Sehr schön. Da geht das Ganze noch mal ein bisschen schneller. Rara. Können wir gleich mal hier unten die, immer gleich die Upgrades mitkaufen. Und schon geht es richtig heftig ab. Leider haben wir noch zu wenig Geld für Wakamaru. Also zu wenig Hero Souls. Sonst könnten wir hier noch den Counter hinten ein bisschen runterbringen, aber damit der hier wirklich nennenswert runtergeht, also bei mir habe ich mittlerweile pro Ebene 5, also gerade mal noch die Hälfte, habe ihn aber auch schon auf Level 100.000 oder so, oder 1 Million. 1 Million oder 100.000, also 1E5 oder 1E6, irgendwie so. Davon sind wir also noch weit entfernt. Ganz weit entfernt. So. Okay, okay. Mal schauen, wie schnell wir es schaffen, hier an unseren Dread Knight, oder wie der heißt, also den 1E40er. Ich nenne ihn jetzt einfach immer so. Der 1E40er. Der Held der Wahrheit. So. Oha, hier wurden ein paar Upgrades nicht gekauft. Ich glaub's ja nicht, war wohl zu teuer. Na gut, okay, das geht nicht wegen nicht genug Level. Na komm. Na komm. Na komm, na komm, na komm. So, 6.14 aber auch gleich. Alter, wie man richtig zugucken kann, wie man genug Geld bekommt. 2E14, 3E14, so macht so ein Incremental Game Spaß. Da kann man richtig warten, schon wieder in Action gehen kann hier. Dankeschön. Da. Oh, die beide kamen jetzt gerade Schritt auf Schritt. Okay. Interessant. Ah, und da ist auch König mit dir. Das heißt also, wir kriegen nochmal ein Gold Boost. God damn it. So, mal gucken, wie lange die Folge noch wird. Auf jeden Fall würde ich mal sagen, ja, ne, mal gucken, gell. Hallo, danke. Bis zu diesem vorletzten Typ da gehen wir und dann mache ich bei der Folge auch Feierabend. Dann lasse ich mal bis morgen idlen. Wieder mit dem Finger auf dem Level-Up-Knopf und gucken wir mal, bis wohin er morgen früh kommt. Außer ich kriege bis heute Abend, also bis ich ins Bett gehe, noch 1E40 zusammen, dann gehe ich natürlich gleich auf den nächsten, ganz klar. Ja. Und da sind wir schon wieder Level 80. Yay! Geht er hier Schritt auf Tritt? Einfach Instakill. Bis Level 100 Instakill. Das ist geil, so muss das sein. Manchmal kommen die echt Schritt auf Schritt hier. Ist ja schlimm, ey. God damn it. Scheinwischen. Wisst ihr, eigentlich kann ich jetzt hier mit der Autoklicker sitzen. Nur nicht so schnell. So. Jetzt hier, dafür ist ein Autoklicker gut. hallo, das da. Danke. So. Ach übrigens, warum ich für zum Aktivieren meiner Dauer
Autos, also dieses Autoclickers, wo ich den ich aktivieren und deaktivieren kann, die rechte Umschalttaste genommen habe, ist ganz einfach, weil ich die manuell nie drücke. Das heißt also, die linke Umschalttaste, die nutze ich ja selber ab und zu, halt zum Großschreiben zum Beispiel. Und wenn er immer, wenn ich darauf tippe, alle Prozesse killt, ist das nicht so schlimm, weil im Normalbetrieb läuft so ein Prozess ja sowieso nicht ab. Heißt also, die Taste tut im Normalfall gar nichts. Wenn ich aber die rechte Umschalttaste drücke, die benutze ich ja nie. Das heißt also, ich benutze sie extra nur dafür. Und dementsprechend kann es nicht sein, dass ich diese Funktion aus Versehen mal aktiviere. Jo. Genauso wie halt den Autoklicker, der immer dann aktiv ist, während ich die Taste gedrückt halte. Bei der Drucktaste, gut, die Drucktaste drücke ich ab und an mal, aber wirklich extrem selten. Und die Skripte lasse ich ja nur laufen, wenn ich sie halt wirklich auch nutze. Von daher muss man sich halt bei solchen Sachen, die im Hintergrund laufen, immer gut überlegen, welche Tasten man da wirklich benutzt. So. Da ist schon Frostleaf. Yay! Sind wir schon wieder fast durch, ey. Goddammit. So. Gehen wir jetzt immer in 25 Schritten hoch. Oh. Und verkackt. Dass ich nie auf die Schrift achte. Das ist deprimierend. So, und da ist auch schon Dread Knight. Wie gesagt, mal gucken, vielleicht kriege ich den heute Abend sogar noch freigeschalten. Also das erste, also ja, wisst ihr ja, wie ich das mache. Ich lasse den Finger quasi erstmal auf ihn. Und wenn ich aber bis heute Abend tatsächlich ihn hier schon freischalte, dann setze ich den Finger auch um. Das heißt also, dann haben wir bis morgen früh sogar schon von ihm ein paar Level. Gut. Na komm, danke. Bop. Und jetzt gehen wir hier wieder. Ne, jetzt kann ich eigentlich komplett sein lassen. Er kann hier drauf machen, was er will. Immer noch Instakill, Alter. Ja. Diesmal hält also unser Instakill schon mindestens bis Level 140 vor. Das gefällt mir. Na gut, wir haben jetzt hier auch mittlerweile 240. Ebenfalls. Das Problem war halt bei der letzten Ascension, da haben wir echt Kacke gebaut, beziehungsweise eigentlich nicht wir, sondern das Spiel, weil wir halt so extrem viel Hero Souls fürs Rewallen verschwendet haben. Wir haben da ja 8-mal Rewalled, ne, und haben da alleine damit schon 200 Hero Souls verschwendet gehabt. Das hat man natürlich im Fortschritt, in unseren Bonus quasi auch gemerkt. Jetzt hingegen haben wir die alle hier auf mindestens Level 20. Das heißt, die haben ordentlich Prozent mittlerweile. Hier haben wir jetzt auch 200, das heißt also mehr als 2000%. Und damit haben wir jetzt tatsächlich wirklich gute Chancen, auch mal weiterzukommen als Level 400. So, okay, gut. In dem Moment, jetzt haben wir hier alles und dann würde ich mal sagen, dann lasse ich laufen. Das war das Falsche. Das war auch der Falsche. Der da. Ja, und würde dann mal sagen, ja, schauen wir uns vor, ne? Ja, genau. Schauen wir uns vor.